I'm Mike Delaney, and I'm here for the Freestyle Soccer Cup in Pasching, and we've got some great kids here, some super spielers. Ballkontrolle, Kreativität und Style, das ist Freestyle Soccer. In der Paschinger Plus City war der Auftakt von 5 Vorausscheidungen, um am 5. Juni dann den besten Freestyler Österreichs zu küren. Mitmachen können Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren. Stargast des Cups ist Mike Delaney, der mit Superstars wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zusammenarbeitet. Was ist das Faszinierende am Freestyle Soccer? Ich glaube, es macht Spaß und es sieht gut aus. Und ich glaube, für die Kinder ist es gut, weil es macht Spaß und sie will Fußball spielen. Vielleicht sie wollen die Tricks üben, aber sie will auch Fußball spielen und es ist besser als beim Computerspielen. Das hat mir schon immer gefallen, als ich kleiner war, vor ungefähr 2 Jahren. Hatte mein Vater gesagt, ja, probier mal so mal Freestyle zu machen. Seitdem habe ich es mal gemacht und in Deutschland wurde ich auch in Bayern erster Platz bei Freestyle und seit dann mache ich immer weiter. Ja, mir taugt es einfach, weil da kann man eigentlich überall spielen und man kann alles benutzen dafür und es schaut halt geil aus, wenn man alles kann. 3 Minuten, 2 Spieler, 1 Ball. Nach diesem Motto wird alle 30 Sekunden das runde Leder zwischen den Kickern gewechselt. Unglaubliche Tricks wurden präsentiert. Die Jury, darunter auch Mike Delaney, entschied über Weiterkommen oder Ausscheiden. Das Finale bestritten der 10-jährige Nico Neuenherz und der 13-jährige Philipp Gindila. Und es war denkbar knapp. Philipp konnte sich hauchdünn durchsetzen. Gewonnen hat der Philipp. Applaus für Philipp. Die Zuseher kamen auch in den Genuss einer kleinen Kostprobe von einem der besten Freestyler der Welt. Eines steht fest, Freestyle Soccer begeistert die Teilnehmer und Zuseher gleichermaßen. Lassen Sie sich also das Finale am 5. Juni in der Plus City in Pasching nicht entgehen.